Das Interessante am Cinemax ist, wenn man hier unterrichtet, dass das Ambiente natürlich etwas anders ist als das, was man aus der Universität kennt. Es ist ein bisschen gemütlicher, es ist ein bisschen schummriger, es ist ein bisschen entspannter. Ja, für mich macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob man hier steht oder in einem Vorlesungssaal. Die Präsentationen sind die gleichen, die man zeigt. Das Reden vor Publikum ist das gleiche. Deswegen, glaube ich, sind die Unterschiede eher bei den Studierenden, je nachdem, ob sie was zum Schreiben haben oder ob sie nichts zum Schreiben haben. Ob das Licht hell genug ist oder nicht, das muss man die Studierenden fragen. Es ist ziemlich bequem hier zu sitzen, aber es fehlt ein bisschen Tisch zum Mitschreiben oder so. Und wenn man reinkommt, irritiert ein bisschen der Popcorngeruch. Der größte Vorteil am Kino ist auf jeden Fall, dass es hier um einiges bequemer ist und man viel mehr Platz hat zum Sitzen. In der Tat, die Kinositze sind sehr viel gemütlicher als unsere Sitzbänke in der Uni, was aber auch den großen Nachteil bildet, dass es schwerfällt, diesem höchst interessanten Stoff zu folgen, hier in der letzten Reihe bei diesem schönen Licht. Also ich finde es für mich voll perfekt, weil ich direkt vom Bahnhof komme und nicht erst zur Uni muss, sondern direkt hier bleiben kann, und das ist für mich voll gut. Also eigentlich nimmt sich das nicht wirklich was. Die Stühle sind ein bisschen bequemer, aber sonst macht es keinen Unterschied. Jedem ist natürlich klar, dass so die Grenze der Auslastung.